Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Elektrifizierung von Schienenstrecken kann vor dem aktuellen Hintergrund der Diskussion über Luftschadstoffe auch einen wichtigen Beitrag für eine bessere Luftqualität in unseren Ballungsräumen leisten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich sage Ihnen, wer das gesagt hat, nämlich der Minister Wüst in einer Publikation veröffentlicht der Allianz pro Schiene. Insofern gehe ich davon aus, dass wir mit unserem Antrag, den wir hier und heute stellen, in guter Allianz auch mit Ihnen und Ihrem Anliegen sind und Sie das als Zeichen verstehen, unserem Antrag auch zuzustimmen. Wir wollen Ihnen also sozusagen Unterstützung signalisieren, gar keine Frage, und etwas mehr Dynamik in die ganze Sache bringen, gar keine Frage. Ich will Ihnen erzählen, nicht von einer Erscheinung, die ich hatte, aber ich weiß nicht, ob Sie, ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl manchmal auch kennen. Sie sitzen oder stehen irgendwo versonnen und diskutieren mit sich selber und kommen dabei auf ganz erstaunliche und kommen dabei ganz auf ganz erstaunliche Sachverhalte. Also ich will Ihnen die Begebenheit durchaus nicht vorenthalten. Ich hatte einen längeren Aufenthalt an meinem Heimatbahnhof, wartete auf einen Zug und am Nachbargleis stand ein Dieseltriebwagen, ein längerer Zug, und dieser Dieseltriebwagen, es war heiß, ging immer wieder an, lief 10 Minuten und dann ging er wieder aus. Und ich habe mich gefragt, warum muss der immer wieder angeschaltet werden? Die Antwort war, es ist heiß, die Klimaanlage muss betrieben werden. Das war die erste Antwort in meinem Selbstgespräch. Aber die nächste Frage, die ich mir dann gestellt habe, warum eigentlich in einem Bahnhof, wo Oberleitungen vorhanden sind und wo das gesamte Streckennetz drumherum aus Oberleitungen besteht, warum steht da überhaupt ein Dieseltriebwagen? Und bei längerer Recherche in der Folge habe ich dann feststellen müssen, ja, es ist in Nordrhein-Westfalen so, dass wir über 69% der Strecken nur elektrifiziert haben und der weitaus größere Teil eben nicht elektrifiziert ist und noch elektrifiziert werden muss. Und bei weiterer Recherche stellt man dann fest, dass wir in Nordrhein-Westfalen da großen Nachholbedarf haben. Andere Länder, wie beispielsweise die Schweiz oder auch Österreich, haben in der Vergangenheit in einem ehrgeizigen Plan für eine größere Elektrifizierung gesorgt. Und das Phänomen, was ich beobachtet habe, ist insofern erstaunlich, weil es sich bei der Stadt Siegen zum Beispiel um eine Kommune handelt, die auch in Beobachtung ist, wenn es um Luftschadstoffe geht. Also die Grenzwerte sind überschritten. Warum, fragt man sich, wird in der Stadt heftig diskutiert über mögliche Dieselfahrverbote, über andere verkehrslenkende Maßnahmen, wenn gleichzeitig, obwohl die Strecken elektrifiziert sind, also Oberleitungen vorhanden sind, Dieselloks auf diesen Strecken fahren. Das kann kein Mensch verstehen. Und wenn wir noch mal etwas weiter schauen, dann stellen wir fest, dass in fast jeder von potenziellen Dieselfahrverboten betroffenen Städten, also da, wo die NOx-Werte in den letzten Jahren den Grenzwert überschritten haben, in irgendeiner Weise auch mit Schienenfahrzeugen befahren werden, die nicht elektrifiziert sind, also Dieselloks sozusagen in all unseren Städten. Deshalb ist die Elektrifizierung der Strecken ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der Luftqualität, eben wie der Minister es ausgedrückt hat. Aber, und das ist klar, hier brauchen wir auch aufgrund der aktuellen Entwicklung eine größere Dynamik. Das Land muss deshalb wissen, nach welcher Priorität Strecken entsprechend mit Oberleitungen versehen werden sollen. Und deshalb ist es klar, zuständig ist der Bund und die Bahn, braucht es aber einen Plan, einen Masterplan, in welcher Reihenfolge dieser Ausbau zu erfolgen hat. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Landesregierung stellt ja für alles und jedes einen Masterplan auf. Deshalb wäre es notwendig, gerade für dieses wichtige Feld, neben dem Straßenbau,
haben wir ja vernommen, in welcher Maßnahmenfolge da die Baumaßnahmen erfolgen soll. Eben eine solche gleiche Gewichtung auch für den Schienenpersonennahverkehr und für den Schienenverkehr vorzunehmen, was die Elektrifizierung angeht, gar keine Frage. Und das ist Kern unserer Forderung, Kern unseres Antrags. Wir fordern einen solchen Masterplan möglichst schnell bis 2025, schneller als die Große Koalition im Bund das plant, eine vollständige, fast vollständige Elektrifizierung für Nordrhein-Westfalens Schienenstrecken vorzunehmen. Dabei ist klar, Herr Kollege Gammel. Bitte? Die Redezeit ist beendet. Dabei ist klar, dass die Vorteile zur Verbesserung eben nicht nur bei der Luftqualität liegen, sondern Elektrifizierung bedeutet eben auch mehr Leistung, mehr Flexibilität, mehr Haltepunkte und deshalb besseren ÖPNV. Wenn man mehr Menschen in Schienenfahrzeuge bringen will, in den öffentlichen Verkehr, dann muss es eine flächendeckende Elektrifizierung geben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für Ihren Hinweis und jetzt beende ich meine Rede.